Namaste, Namaste, Mittwoch, 24. Quatsch, 16. Oktober 2024. Herzlich willkommen. Beim KIMI-Report heute mit einem sehr speziellen Thema. Der Titel heißt Brief des Entsetzens und es ist ein Brief von über 45 Amerikanern, alle aus dem intensiven Pflegeberuf an die Biden-Administration. Hier sehen wir US-Ärzte in Gaza schreiben, Biden, beenden Sie den Wahnsinn. Ein Schreiben, das wir über Infosperber bekommen haben. Und es lohnt sich, da reinzuhören. Aus Gaza erreichen den Westen fast nur weichgespülte Infos von Seiten Israels oder der Hamas. Jetzt liegen besonders glaubwürdige Informationen von Ärzten, Ärztinnen und Krankenschwestern vor. Sie waren alle seit dem 7. Oktober 23 in Gaza im Einsatz. Sie haben sich bereits am 25. Juli an Präsident Joe Biden, Vize Kamala Harris und die First Lady Jill Biden gewandt. Sie fordern und forderten ein Waffenembargo und einen sofortigen Waffenstillstand. Infosperber veröffentlicht den vollen Wortlaut, Zwischentiteln von der Redaktion. Das machen wir eben sehr gerne auch jetzt hier. Und der Brief lautet: Sehr geehrter Präsident Biden, Vizepräsidentin Harris, sehr geehrte Dr. Jill Biden, wir sind 45 amerikanische Ärzte, Chirurgen und Krankenschwestern, die sich seit dem 7. Oktober 2023 freiwillig im Gazastreifen engagieren. In Zusammenarbeit mit verschiedenen Nichtregierungsorganisationen und der WHO haben wir in Spitälern in der gesamten Region geholfen. Neben unserer medizinischen und chirurgischen Expertise bringen viele von uns Erfahrungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Arbeit in Krisengebieten mit, einschließlich der Ukraine während der brutalen russischen Invasion. Einige von uns sind Veteranen der US-Streitkräfte. Wir sind eine multireligiöse und multiethnische Gruppe. Niemand von uns unterstützt die Gräueltaten vom 7. Oktober von palästinensischen Gruppen und Einzelpersonen in Israel verübt. Dennoch sehen wir uns in der Verantwortung, unsere Beobachtung über die katastrophalen menschlichen Verluste im Gazastreifen mitzuteilen. Verluste, die insbesondere Frauen und Kinder betreffen. Die Verfassung der WHO besagt, Zitat, die Gesundheit aller Völker ist eine wesentliche Voraussetzung für den Frieden und die Sicherheit und hängt von der uneingeschränkten Zusammenarbeit von Individuen und Staaten ab. In diesem Sinne schreiben wir Ihnen. Und jetzt kommt ein erstes Zitat von einem Chirurgen, Dr. Feroz Sidwa, Chirurg für Trauma- und Intensivmedizin. Er sagt, ich habe in meinem Leben noch nie derart schreckliche Verletzungen in solch einem Ausmaß gesehen und das bei so wenigen Ressourcen. Unsere Bomben töten tausende Frauen und Kinder. Ihre verstümmelten Körper sind ein grausames Denkmal menschlicher Grausamkeit. Als eine der wenigen neutralen Beobachtungsgruppen, die seit dem 7. Oktober Zugang zum Gazastreifen haben, verfügen wir über ein einzigartiges Verständnis der Lage vor Ort. Die ist, weiß Gott, nicht schön. Unsere medizinische und menschliche Expertise in Kombination mit den direkten Erfahrungen, die wir in Gaza gesammelt haben, erlauben uns die verheerenden menschlichen Verluste durch die israelischen Angriffe auf den Streifen zuverlässig einzuschätzen. Besonders besorgniserregend sind die massiven Opferzahlen unter Frauen und Kindern. Dieser Brief fasst unsere Erfahrungen und Beobachtungen zusammen, die wir in Gaza gemacht haben. Darüber hinaus haben wir einen umfangreichen Anhang angeheftet, der öffentlich zugängliche Informationen aus Medien, Organisationen und akademischen Quellen
zur israelischen Invasion in Gaza zusammenfasst. Zahl der Toten wahrscheinlich über 90.000. Unser Schreiben und der Anhang zeigen, dass die Zahl der Todesopfer in Gaza weitaus höher ist als in den USA bei uns angenommen. Wahrscheinlich liegt die Zahl der Toten bereits bei über 92.000, was mehr als 4% der Bevölkerung des Gazastreifens ausmacht. Nicht nur Opfer der kriegerischen Zerstörung, sondern auch von Seuchen und Unterernährung. Angesichts dieser erschütterten Realität fordern wir unsere Regierung, die US-Regierung, sofort auf, Maßnahmen zu ergreifen, um eine noch schlimmere Katastrophe zu verhindern. Nahezu die gesamte Bevölkerung Gazas ist entweder verletzt, krank oder beides. Dies gilt ebenso für alle lokalen Helfer, die internationalen Freiwilligen und vermutlich auch für die israelischen Geiseln. Während unserer Arbeit in Gaza sahen wir weit verbreitete Unterernährung, sowohl bei den Patienten als auch bei unseren palästinensischen Kollegen und Kolleginnen im Gesundheitswesen. Jeder von uns hat in Gaza dramatisch an Gewicht verloren, obwohl wir privilegierten Zugang zu Lebensmitteln hatten und unsere eigenen Nahrungsergänzungsmittel mitbringen konnten. Wir haben Fotobeweise für lebensbedrohliche Mangelernährung, insbesondere bei Kindern, gesammelt und sind bereit, Ihnen, Mr. President, diese zu zeigen. Fast jedem Kind unter 5 Jahren litt an Husten und Durchfall. In fast jedem Krankenhauszimmer fanden wir Fälle von Gelbsucht, was auf eine Hepatitis A-Infektion hindeutet. Operationswunden infizierten sich aufgrund der Mangelernährung, der schlechten hygienischen Bedingungen und des Mangels an Vorräten und Medikamenten, einschließlich Antibiotika. Schwangere Frauen brachten oft untergewichtige Babys zur Welt, die nicht gestillt werden konnten, da die Mütter selbst massiv unterernährt waren. In Gaza gibt es keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, sodass viele dieser Säuglinge gestorben sind. Mütter fütterten ihre Babys mit Säuglingsnahrung, die mit verunreinigtem Wasser zubereitet worden war. Die Welt hat diese Frauen und ihre Kinder im Stich gelassen. Epidemien breiten sich in Gaza aus. Die wiederholte Vertreibung der Bevölkerung in Gebiete ohne Zugang zu fließendem Wasser oder sanitären Anlagen ist erschütternd. Es ist nahezu sicher, dass dies zu einer weit verbreiteten Sterblichkeit durch Krankheiten wie Lungenentzündungen und Durchfall führen wird. Insbesondere bei Kindern unter 5 Jahren. Tausende sind vermutlich bereits an der tödlichen Kombination aus Krankheit und Unterernährung gestorben. Es ist zu befürchten, dass in den kommenden Monaten Zehntausende weitere sterben werden, vor allem Kinder. Kinder gelten weltweit als unschuldig im Konflikt. Dennoch haben wir täglich Kinder behandelt, die durch gezielte Schüsse in Kopf oder Brust verletzt wurden. Dann eine Gynäkologin, meine Damen und Herren. Ich habe unzählige Totgeburten und Todesfälle von Müttern erlebt, die vermeidbar gewesen wären, hätten die Krankenhäuser normal arbeiten können. Dr. Talia Bachianakis, Gynäkologin und Geburtshelferin. Herr Präsident, Frau Biden, wir wünschen uns, Sie könnten die Albträume sehen, die viele von uns seit unserer Rückkehr heimsuchen. Träume von verstümmelten Kindern verursacht durch unsere Waffen, Mütter, die uns flehentlich um Hilfe baten. Wir können nicht begreifen, dass jemand ein Land weiterhin aufrüstet, das absichtlich Kinder tötet, nachdem wir gesehen haben, was wir gesehen haben. Schwangere Frauen, die wir behandelten, waren besonders unterernährt. Die Infektionsraten nach Kaiserschnitt waren erschreckend hoch. Frauen wurden ohne Betäubung operiert und erhielten danach lediglich Tylenol, weil keine anderen Schmerzmittel verfügbar waren. Auch Patienten mit chronischen Erkrankungen wie Nierenversagen, Bluthochdruck und Diabetes füllten die Notaufnahmen. Intensivstationen waren überfüllt mit Diabetikern, denen der Zugang zu Insulin verwehrt wurde, da medizinische Vorräte ungenügend und die Stromversorgung dauernd unterbrochen und unzuverlässig war. Israel hat mehr als die Hälfte der medizinischen Einrichtungen in Gaza zerstört
und etwa jeden 40. Mediziner getötet. Gleichzeitig steigt der Bedarf an medizinischer Versorgung. Grund sind die unaufhörliche militärische Gewalt, Unterernährung und Krankheiten. Verstöße gegen US-Gesetze und gegen das Völkerrecht liegen vor. Die Spitäler, in denen wir arbeiteten, waren von nahezu jeglicher Grundversorgung abgeschnitten. Es fehlte an allem chirurgisches Material bis sogar zur Seife. Regelmäßig wurde die Strom- und Internetversorgung unterbrochen und sauberes Wasser stand nie zur Verfügung. Die Krankenhäuser waren 4 bis 7 Mal überbelegt und nicht etwa durch Hamas-Kämpfer. Sie waren nicht nur überfüllt mit Vertriebenen, die Zuflucht suchten, sondern auch mit einer stetig wachsenden Zahl an Patienten, deren Behandlung chronischer Krankheiten der Krieg unterbrochen hat. Hinzu kam ein enormer Zustrom schwer verwundeter Menschen sowie schwerkranker und unterernährter Patienten, die dringend medizinische Hilfe benötigten. Diese Beobachtungen, gestützt durch die im Anhang enthaltenen öffentlich zugänglichen Informationen, lassen uns vermuten, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer dieses Konflikts weitaus höher ist als die vom sogar Gesundheitsministerium des Gazastreifens angegebenen Zahlen. Wir sind zudem der Überzeugung, dass diese Situation auf zahlreiche Verstöße gegen amerikanische Gesetze über den Einsatz von Waffen im Ausland sowie gegen das humanitäre Völkerrecht hindeutet. Die grausamen Szenen, die wir miterleben mussten, vor allem gegen Frauen und Kinder, werden uns immer im Gedächtnis bleiben. Dann ein Chirurge nochmals, Dr. Mark Perlmutter. Im Gazastreifen hielt ich zum ersten Mal das Gehirn eines Babys in meinen Händen. Es war das erste von vielen. Als wir unsere Kollegen aus dem Gesundheitswesen in Gaza trafen, wurde uns schnell klar, dass sie wohl so körperlich als auch seelisch am Ende ihrer Kräfte waren. Viele von ihnen waren stark unterernährt und psychisch tief traumatisiert. Wie nahezu alle Menschen in Gaza hatten sie Familienmitglieder und ihr Zuhause verloren. Die meisten von ihnen lebten mit ihren überlebenden Angehörigen unter unvorstellbaren Bedingungen in und um die Krankenhäuser. Trotz dieser extremen Situation arbeiteten sie weiter unter einem belastenden Dienstplan, obwohl sie seit dem 7.10. keine Gehälter mehr erhielten. Es war offensichtlich, dass sie durch ihre Arbeit im Gesundheitswesen gezielt ins Visier genommen wurden. Dies untergräbt jeglichen Schutzstatus von Krankenhäusern und medizinischem Personal, der nach den ältesten und weltweit anerkannten Grundsätzen des humanitären Völkerrechts gewährt werden sollte, und macht diesen Schutz zur reinen Farce. Wir trafen auch medizinisches Personal, das in Spitälern gearbeitet hatte, die von Israel angegriffen und zerstört wurden. Viele dieser Kollegen wurden während der Angriffe gefangen genommen. Sie berichteten uns alle von ähnlichen Erlebnissen. In Gefangenschaft wurden sie kaum ernährt, körperlich und seelisch misshandelt und schließlich nackt am Straßenrand ausgesetzt. Viele erzählten uns, dass sie Scheinhinrichtungen und anderen Formen der Folter ausgesetzt waren. Viel zu viele unserer Kollegen sagten uns, dass sie einfach nur noch auf den Tod warteten. Bitte, Mr. President, nehmen Sie dringend zur Kenntnis, dass Israel das gesamte Gesundheitssystem des Gazastreifens systematisch ins Visier genommen hat und vorsätzlich zerstört hat. Zudem hat Israel unsere Kollegen in Gaza gezielt dem Tod, dem Verschwinden und der Folter ausgesetzt. Jill Biden, Sie haben Ihr Leben der Arbeit mit jungen Menschen gewidmet. Wir hoffen und beten, dass Sie diese unaussprechlichen Schrecken, denen die Jugend von Gaza heute ausgesetzt ist, nicht übersehen. Schrecken, die nur wir Amerikaner beenden können. Wir vertrauen darauf, dass Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun werden, um dieses unsägliche Leid zu beenden. Präsident Biden und Vizepräsidentin Harris, für jede Lösung dieses Konfliktes muss zuerst die militärische, wirtschaftliche und diplomatische Unterstützung für den Staat Israel beenden.
beendet werden. Zudem muss ein internationales Waffenembargo sowohl gegen Israel als auch gegen alle bewaffneten palästinensischen Gruppen verhängt werden, bis ein dauerhafter Waffenstillstand erreicht und Verhandlungen in gutem Glauben zwischen Israel und den Palästinensern eine dauerhafte Lösung des Konflikts ermöglichen. Nun, dann kommen die Forderungen noch zusätzlich: Öffnung der Grenzübergänge, Wasserversorgung, Zugang für medizinisches Fachpersonal und so weiter. Der Schluss des Briefes: Unsere Arbeit rettet Leben. Unsere palästinensischen Kollegen im Gesundheitswesen in Gaza sehnen sich verzweifelt nach Unterstützung und Schutz, und sie verdienen beides. Wir sind keine Politiker, wir behaupten nicht, alle Antworten zu haben. Aber wir sind Ärzte und Krankenschwestern, die nicht länger schweigen und wegsehen können angesichts dessen, was wir in Gaza gesehen haben. Jeder weitere Tag, an dem wir Waffen und Munition an Israel liefern, bedeutet einen weiteren Tag, an dem Frauen durch unsere Bomben zerfetzt und Kinder durch unsere Kugeln getötet werden. Präsident Biden, Vizepräsidentin Harris, wir fordern Sie auf: Beenden Sie diesen Wahnsinn jetzt. Und zum Schluss noch eine Aussage von diesem Mark Perlmutter. Er sagt: Kein einziges kleines Kind oder Säugling muss zweimal aus Zufall erschossen werden durch die besten Schützen der Welt. Und gerade diese Menschen sind es, die meistens mit sehr gezielten Schüssen umgebracht werden. Dafür möchte ich erinnern, haben wir eine zweite Polio-Impfrunde im Gazastreifen, Zitat vom 15.10.2024, mit kleinen Nebengeräuschen. Mehr als 92.000 Kinder haben im Gazastreifen die zweite Dosis ihres Polio-Impfung erhalten. Bla 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 bla. Impfstelle bei Angriff getötet. Naja, jetzt weiß man, warum eben Impfen Nebenwirkungen hat, weil solche Impfstellen angegriffen werden könnten. Wir sind am Ende, meine Damen und Herren. Es war nicht leicht, das vorzutragen. Darum keine großen Kommentare. Ich sage, sali zusammen, man sieht sich.